Boom, zu schade. Naja. Ich wollte Bruh. gerade sagen, dafür ist du. Ja, ich wollte gerade sagen, der Bogen ist da, mir dafür zu schade und da schieße ich schon lieber da rein. Okay. Bisschen aufpassen, wenn man den Bogen in der Hand hat. Jetzt mal schauen, wie war das hier? Was war das jetzt? Irgendwas wurde aktiviert. Da muss man zu zweit für sein, damit man das sieht oder so. Aha. Ach, wie geil! Nice! Das ist ja cool. Hat der Typ ja alles drin, was er braucht. Oh, Stein, Stein. 29, 52, 87. Cool. Das wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Naja, hau mich nicht zu Brei. Aber da, wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Naja, hier. Komm, bombst ein paar Sachen weg. Bis es jetzt dunkel ist, dann können uns die Zombies nicht so sehr erwischen. Ja, und es regnet. Komm, dann gehen wir lieber in den Schneebereich hier, damit es schneit. Das ist nicht ganz so laut. Okay. Kann man sich da auf alle Fälle ein paar Militärsachen wegsnacken? Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jetzt sind wir dummerweise tatsächlich doch noch im Schneegebiet. Aber ich würde sagen, wir folgen dem Fluss. Meistens ist es ja so, dass Städte am Wasser gebaut werden. Und dieser Regen, der nervt aber verdammt nochmal, ey. Muss beim die Geräusche nachgucken. Ja, die Geräusche sind viel zu hoch eingestellt. Ich finde, man sollte das Regengeräusch separat runterstellen können. Es ist doch sehr nervig. Okay, ich glaube, der macht da hinten eine Biegung, der Fluss. Kann ich auch einfach hier den Berg hochklettern. Na gut, Berg, es ist ein Hügel. Ich komme halt aus der Hügellandschaft, das ist so ein kleiner, aus einer Feldlandschaft, das ist halt so ein Hügel gleich ein Berg bei mir. Ist halt so. Und jetzt. Ich sagen. Ja, was würde ich sagen? Ich würde sagen, wir bleiben noch weiter hier, weil der Regen mich so nervt. Hör auf zu regnen. Bah. Herrlicher Regen. Was kann ich euch noch sagen, ne? Ihr hattet ja jetzt zu Recht mal bemängelt, es sei, meine Videos seien asynchron. Stimmt natürlich. Und die Asynchronität, das verursacht Fraps. Darum mache ich es jetzt immer so, machen halbstündige Aufnahmesession, danach machen wir einen Halbstart Neustart, genau. Eine Aufnahme Neustart. Und bedeutet ergo halt, dass wir einfach nur die Aufnahme neu starten und halt nicht die komplette Session beenden. Für euch kann da meistens eine Folge vorbei sein, aber was soll's. Ist dann halt so. Und so schlimm ist das jetzt nun auch wieder nicht. Es ist wahrscheinlich sogar besser, wenn ihr eine Anmoderation bekommt. Was auch immer. Ne? Ja, und das hat danach zur Folge, dass dann halt Fraps nicht mehr die Videos asynchron macht. Denn das passiert, wenn man länger aufnimmt, eine längere Zeit nonstop.
dann wird das irgendwann asynchron. Jetzt habe ich mir auch hier den Timer hergestellt habe. Ich guck mal, ob ich ihn überhaupt eingeschaltet habe, sonst wäre das ziemlich fail. Ja, ist eingeschaltet. Gut. Und da ist der nervtötende Regen wieder. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, jetzt bin ich sogar ins Wasser gefallen. Nein! Oh. Scheiße, jetzt habe ich... Jetzt wollte ich was trinken und habe die Bandage benutzt. Oh Mann. Scheiße. War nicht so gut. Hab da gemerkt, ne? Unbedingt was einfallen lassen für diesen Scheißregen, ey. Kann ja keiner ab. Also muss man die Geräusche so laut haben, weil wegen den Zombies und so, ne? Das ist notwendig, um die zu hören. Ja, hat er jetzt aufgehört? Ne, es schneit ja immer noch. Hat der Regen noch nie aufgehört. Der ist auch verdammt auch mal kein Schwein in der Eiswüste. Abgesehen von ein paar eiskalten Leichen. Ist hier wirklich nichts. Naja, aber könnte man ja sagen, wie war denn euer Winter so, ne? Wo wir schon mal in so einem Winterwunderland sind. Wie war denn euer Winter? Also meiner, naja, nass, kalt, mal mit ein bisschen Schnee. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich der Winter, wie man ihn kennt. Jetzt auch nicht unbedingt komplett schlecht. Also waren ein paar schöne Wintertage dabei. Bei euch so, ne? Bei der Winter, zählt mal. Los. Ne, jetzt nicht? Feiglinge. Ja, das bringt mich auch wieder auf ein anderes Thema zu sprechen, nämlich die Kommentare. Ich habe unter jedem Video geschrieben, von meinen Sie auf alle Fälle, dass man halt sich Kommentare einfallen lassen kann und man am besten Feedback geben sollte. Gut, schlecht, wie auch immer. Wenn schlecht, dann bitte aber mit Kommentar, weil einfach so Dislike. Das ist nicht schön. Dann fragt sich jeder, was? Warum? Wieso? Ne, also wenn Dislike, dann bitte mit Kommentar. Ne? Weil es geht ja auch darum, dass ich halt meine Videos verbessern kann. Und ihr helft mir damit, jetzt nicht unbedingt mit Dislikes, das natürlich aber auch, aber nur mit Dislikes, wenn ihr auch einen Kommentar da lässt. Also in erster Linie nur mit Kommentar. Kommentaren helft ihr mir wirklich, meine Videos zu verbessern. Wenn euch was nicht passt, dann gebt nicht einfach nur ein Dislike, sondern gebt einen Kommentar ab und sagt, wie man es besser machen kann. Ne? Ansonsten frage ich mich, ja, schon toll, Dislike, gefällt mir nicht. Ja, denke ich mir auch, ja, mach mal selbst, ne? Wirst du sehen, was du davon hast. Aber ich will mich daran jetzt auch nicht aufgeilen. Dislikes. nein, sondern einfach nur mal so Bescheid gesagt haben, dass wenn Dislike, dann bitte doch einen Kommentar. Und ihr könnt mir auch natürlich Kommentare zu Däumchen hochgeben, ne? zu Likes. Peinlich. Wort für Däumchen hoch vergessen, Likes. Ja, ein paar Likes, das freue ich mich immer drüber. Freut sich generell jeder YouTuber drüber. Und natürlich positives Feedback. Immer gern gesehen. Auch positive Kommentare. Könnt mich auch gern was fragen. Zum Beispiel, ja, was wirst du Let's Playen und so. Könnt ihr mich alles fragen. Ne? Und wir haben den Weg wieder gefunden. Wir sind auf dem Weg der Rechtschaffenheit. Zurück. Ja. Zurückgekommen. Ja. Und, wo latschen wir hin? Gehen wir eigentlich immer noch in Richtung Norden? Oh, wir gehen Richtung Osten! Da ist Norden. Okay, dann halt doch ins Winterwunderland. Obwohl, ich glaube, hier in der Nähe war irgendwo eine Art Dorf. Naja, muss ja eigentlich. Wenn der Weg dahin führt, dann muss da auch irgendwas sein. Aber es war, glaube ich, wirklich das der allerletzte Punkt in Richtung Norden. Oder so. Eine Redstone Torch. Okay. Okay, hab's zur Kenntnis genommen. Redstone Torch. Ja. So,
So. Ich hoffe, wir finden da unten ein bisschen was zu trinken. Also ein paar Wasserflaschen. Weil wenn ich hier... Ich wollte ja wirklich mit euch komplett nordwärts gehen. Okay. Da findet man mal ein Spiel am Arsch der Welt. Auch schön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Da sind auch schon wieder Zombies. Gut, dass halt dieser Schnee hier ist, der halt wirklich wie Treppen immer. Wie so eine Treppe fungiert. Und hier geht's runter. Und wo kann ich jetzt noch hinabsteigen? Hier? Ja. Easy going. Wow. Hört man sie schon wieder grummeln, die Zombies. Nein. Weg. Hau ab. Ksch, verschwinde. Ist hier noch was? Nee, sieht nur... Ist nicht irgendwie seltsam. Wir sind 10.000 Kessel in der Stadt, aber ich glaube, hier war nirgendwo einen Tropfen Wasser zu finden. Schnee kann man auch nicht lutschen. Jedenfalls sind hier eine Menge Kisten. Siehst du, da ist auch nichts drin. Kettenhelm. Military Loot also. Kann ich den hier mal reparieren? Lederhelm. Vielleicht nicht schlecht, den als Reserve zu haben. Ich hoffe, man hört die Musik nicht meiner Schwester da im Hintergrund. Obwohl, die Zombies tun schon ihren Job, dass man das nicht mehr hört, ne? Ach, der Super-Zombies, yay! Ja, sind auch ganz stolz auf sich. Hört man ihren Grummeln. So, wollen wir aber erstmal weiter. Puh, dann weiß nicht, ich will jetzt nicht unbedingt durch das Eisgebiet hier durch, also... Ahnung. Wenn wir uns irgendwie einen Weg hier rum herum suchen, um diese riesigen Berge. Was willst du? Ein Eisenschwert. Schon heavy. Ja, da hat das Handy sich zu Wort gemeldet. Den lassen wir da mal kämpfen ruhig, der ist ja stark genug. Ne? Da sind wir schon. Ja, dann mache ich hier einfach mal einen Aufnahme-Neustart. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Mensch, hat ja nicht allzu lange gedauert. Wie gesagt, nun keine Aufnahme, Neustart. Und jetzt snacken wir uns hier weiter Kisten weg, habe ich gehört. Ja, habe ich gehört. So, ja. Mann, ich rede schon wie die Leute aus Peace Me, wie der kleine Bram da. Kleine Stinker. Oh. Okay, der prügelt sich hier draußen immer noch mit den Zombies. Schön. Komplette Kettenrüstung hier. Los, zieh an. Bogen kannst du auch gleich reparieren. Achso, das ist dieses. Komm, raus damit. Die Kiste soll respawnen. Naja. Das kann ich noch gebrauchen hier. So extra Holzschwert ist nicht mal ganz verkehrt. Nee, brauche ich jetzt nicht so. Jetzt will man eine komplette Kettenrüstung, das ist schon richtig geil. Aber ist halt nicht gerade stabil. Boah,
Endlich, endlich wieder eine Bandage, ey. Die war bitter notwendig. Das nochmal reparieren. Noch ein heiles Holzschwert. Schön, sehr schön. So, schreibe mal I can heal. I can heal you. Jetzt mal nicht vorbeischleichen. So. P. Und ich glaube, wir müssen jetzt die Stadt mal wieder verlassen, weil, ja, Wasserknappheit. Ja. Okay, er prügelt sich auch wieder. Ja, ich glaube, es ist keine schlechte Idee, die Stadt zu verlassen. Weil, gibt's wirklich verdammt nochmal kein Wasser. Das stört wirklich ungemein. Zucker. Zucker? Zucker macht da einen schneller, glaube ich, oder? Oh, wir haben ja noch eine Wasserflasche. Schwert brauchen wir da gerade auch nicht. Axt. Au. Schluck. Die ganzen Zombie-Horden wieder herauszufinden, ey. Ist auch nicht gerade einfach. Jedenfalls gab es hier schöne Military Loot. So, wir schleichen uns mal außen drum herum.